Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Teenager außer Kontrolle. Katharina Hellbach vermittelt zwischen den Eltern. Sag mal, kriegst du das nicht mal mehr mit, wenn das Kind hier im Zimmer sitzt und säuft? Das entscheidet nämlich das Jugendamt, ob ihre Tochter in so eine Einrichtung muss. Ist das das, was sie für ihre Tochter wollen? In Berlin-Tempelhof teilen sich Ina Liebknecht und ihr Noch-Ehemann Udo seit der Trennung vor einem Jahr das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter Emma. Die 14-Jährige lebt abwechselnd bei ihrer Mutter und ihrem Vater. Ina freut sich auf ihre Tochter, die die letzte Woche bei ihrem Vater verbracht hat. Doch die Gesamtschülerin verhält sich diesmal bei ihrer Rückkehr merkwürdig. Hallo Emma, mein Schatz, da bist du endlich wieder. Hi Emma, wie war denn die Woche bei deinem Papa? Was ist mit Emma los? Ja, eine gute Frau. Sie ist schon seit ein paar Tagen so. Anscheinend. Sag mir nicht mal richtig Tag. Ja, sie ist bei mir nicht mal tschüss. Aber irgendwie wirkt sie leicht bedrückt, ja. Hast du sie mal gefragt, was los ist vielleicht? Ja klar, was sagst du denn? Und? Ja, na, irgendwie kommt von ihr keine Antwort. Ich denke mal, dass das Problem eigentlich darin besteht, dass ihr das ganze Hin- und Her-Pendeln zwischen uns beiden möchte, auf den Zeiger geht. Von daher wäre es vielleicht ganz praktisch, wenn sie ganz zu mir kommt. Da hat sie endlich klare Verhältnisse. Udo, jetzt fang nicht schon wieder damit an. Du hast dich damals von mir getrennt, weil dir unsere Ehe zu langweilig war. Jetzt willst du mir auch noch mein Kind wegnehmen? Findest du denn nicht gerade ein bisschen egoistisch? Egoistisch von mir? Mhm. Egoistisch, weil ich mein Kind bei mir haben möchte? Ich glaube, es reicht. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Gut, wie du meinst. Meine ich. Achso, aber bevor ich es vergesse, du solltest bitte dringend mit ihr eine englische Hausaufgabe machen und mit ihr ein bisschen lernen, weil die letzte englische Arbeit, die sie nach Hause gebracht hatte, war uns miserabel. Schon wieder? Ich verstehe das gar nicht. Ja. Dabei war sie in Englisch so gut. Ja, ich rede mal mit ihr. Mach das. Bis dann. Ciao. Ciao. Ina vermutet, dass das Scheidungsverfahren, das seit einem Monat läuft, Emma zu schaffen macht. Die 14-Jährige zieht sich zurück und blockt alle Gespräche ab. Emma, Schatz, hast du einen Moment Zeit? Ich würde gerne mal mit dir reden. Nein, ich habe keine Zeit. Ich bin verabredet. Tut mir leid. Wie verabredet? Papa hat gesagt, du hast noch Englischaufgaben auf. Ja, mein Gott, das kann ich doch machen, wenn ich wieder da bin. Ich bleibe auch nicht so lange weg. Mit wem gehst du überhaupt raus? Die kennst du eh nicht. Ein paar aus meiner Klasse. Emma, bist du bitte um 6:30 dann wieder hier? Da gibt's Abendbrot. Ja. Und dann schauen wir noch mal zusammen über Englisch drüber, ja? Ja, tschüss. Alles klar, viel Spaß. Ich mache mir solche Sorgen um Emma. Sie ist seit einigen Wochen nicht mehr die Alte. Sie redet nicht mehr mit Udo und mir und sie erzählt uns nichts mehr. Ich werde nachher noch mal ganz in Ruhe mit ihr reden müssen. Um 22 Uhr ist Emma immer noch nicht zu Hause. Ina macht sich große Sorgen um ihre Tochter, denn auch telefonisch ist die 14-Jährige seit Stunden nicht zu erreichen. Mailbox, Scheiße. Emma? Hallo? Wer? Das Krankenhaus? Was ist mit meiner Tochter? Wie Alkoholvergiftung? Welches Krankenhaus? Ich bin sofort auf dem Weg. Danke. Der Anruf wirft Ina völlig aus der Bahn. Die 38-Jährige hat schreckliche Angst um Emma. Auf dem Weg ins Krankenhaus hat Ina ihren Noch-Ehemann Udo über die Alkoholvergiftung ihrer gemeinsamen Tochter informiert. Die besorgte Mutter erreicht 20 Minuten später die Kinderstation der Klinik und ist völlig aufgelöst, als sie Emma sieht. Emma, Kind, was machst du denn für Sachen? Wie geht es ihr? Ihre Tochter wurde mit 2,1 Promille eingeliefert. Sie hat Glück gehabt, dass Passanten sie im Park gefunden haben und sofort den Notarzt alarmierten. Bei den Minusgraden hätte das schlimm ausgehen können. Sie müssen auf Ihre Tochter schon achten. Das ist kein Spaß mit diesem Alkoholgenuss. Also 2,1 Promille Passantenpark? Also ja, ich habe mein Kind noch nie betrunken erlebt. Ich meine, ja, sie hat mal mit einer Freundin 2 Glas Sekt getrunken, aber betrunken? Leider passiert das immer öfter, dass Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung in der Notaufnahme landen. Bei ihr ist es ja nun gut gegangen, sie schläft. Sie muss über Nacht hierbleiben und dass sie richtig ausnüchtert. Und wahrscheinlich ist sie morgen wieder zu Hause. Aber ich kann Ihnen nur eins sagen, es ist eine ernste Angelegenheit. Achten Sie darauf, so geht das nicht. Ich muss das nämlich melden, ne? Es tut mir leid. Ja. Pardon,
Emma, was ist Schluss mit dir? Udo, lass sie bitte. Ich habe gerade mit der Krankenschwester gesprochen. Sie muss über Nacht hier bleiben und sie darf wahrscheinlich morgen wieder nach Hause. Sag mal, aber kannst du mir das mal bitte erklären? Ich meine, als ich sie heute Nachmittag das letzte Mal gesehen hatte, war alles in Ordnung. Und komm, ist sie bei dir, passiert sowas? Udo, sie wollte zum Abendessen zurück sein. Woher soll ich denn wissen, dass sie sich auf einem Sonntagabend so hemmungslos betrinkt? Ich habe dir gesagt gehabt, dass sie eine Hausaufgabe machen muss. Die tanzt ihr doch völlig auf die Nase rum. Udo, sie ist ein Teenager. Ich kann sie nicht 24 Stunden am Tag überwachen. Gibst du mir jetzt wirklich die Schuld dafür? Du, pass mal auf, ich sag dir mal was. Du bist einfach nicht in der Lage, vernünftig auf sie aufzupassen. In der Zeit, wo sie bei mir lebt, ist das Ganze noch gar nicht passiert. Da solltest du mal drüber nachdenken. Ich hab Hallo. Da echt... Hallo, Sie hören jetzt bitte sofort auf zu streiten. Ihr Kind braucht Ruhe. Sonst muss ich Sie rausschmeißen. So geht das nicht. Wenn Sie sich streiten wollen, bitte draußen, vor der Tür, ja? Ist okay. Pass mal auf, ich bin echt am Überlegen, das alleinige Sorgerecht für meine Tochter zu beantragen, weil du zu gar nichts in der Lage bist. Das kannst du doch nicht machen. Du, pass auf, meine Tochter ist hier gut aufgehoben. Ich kann für ihr nichts jetzt mehr tun. Jetzt bleib hier und rede mit mir. Ich kann dich momentan nicht ertragen. Du hörst von meinem Anwalt. Das kann er doch nicht machen. Eine Alkoholvergiftung in dem Alter, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und Udo, der möchte mir jetzt für alles die Schuld in die Schuhe schieben? Ich gehe gleich morgen früh zu meiner Anwältin und schaue, ob er mit seinen Drogen irgendwelche Chancen hat. Der spinnt doch. Ina ist froh, dass Rechtsanwältin Katharina Hellbach sich gleich am nächsten Morgen Zeit für sie nimmt. Die Juristin vertritt die 38-Jährige bereits in dem laufenden Scheidungsverfahren. Ina hat große Angst, ihr Kind an ihren Noch-Ehemann zu verlieren und setzt alle Hoffnungen in die Anwältin. Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen und ich weiß einfach überhaupt nicht, was mit meiner Tochter los ist. Ich habe sie so noch nie erlebt, das ist sie auch einfach nicht. Jetzt habe ich natürlich Angst, dass mein Mann und sein Anwalt das als gefundenes Fressen nehmen, um das Wechselmodell zu kippen. Frau Liebknecht, ganz ruhig. Möchten Sie erstmal einen Schluck trinken? Das wäre lieb, danke schön. Ich will Ihnen jetzt keine Angst machen. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass Ihr Ex-Mann das jetzt auch zum Anlass nimmt, das alleinige Sorgerecht zu beantragen. Damit hat Udo mir schon gedroht, ja. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, sie liebt uns doch beide. Sie liebt ihn, sie liebt mich, sie braucht uns auch beide. Warum kann nicht einfach alles so bleiben, wie es war? Ich meine, wir haben mit Ach und Krach dieses Wechselmodell gerade miteinander besprochen und durchgekämpft. Wie kann er nur mir die Schuld geben für alles? Ich sehe das letztlich genauso. Aus dem Grund haben wir ja auch im Scheidungsverfahren die ganze Sorgerechtsproblematik rausgelassen. Sie haben seit Emma auf der Welt ist das gemeinsame Sorgerecht und so sollte es halt eben auch bleiben. Aber was für Chancen hat er denn jetzt, dass Emma ganz allein zu ihm kommt? Es kommt ein bisschen drauf an. Da müssten Sie mir erst noch ein bisschen mehr über Emma erzählen. Ist das hier ein einmaliger Ausrutscher oder trinkt sie regelmäßig Alkohol? Gerade wenn sie bei Ihnen ist, gab es schon mal irgend sowas mit einer Alkoholvergiftung? Noch nie. Ich habe meine Tochter noch nie betrunken gesehen. Ich meine, natürlich weiß ich nicht, was sie macht, wenn sie mit ihren Freunden unterwegs ist. Sie ist ein Teenager. Ich kann sie nicht 24 Stunden am Tag überwachen. Aber es ist doch absurd, dass Udo mir vorwirft, dass ich keine Kontrolle über sie habe. Ja gut, dann klingt das ja alles danach, als ob das ein einmaliger Ausrutscher war. Der hätte ja dann genauso gut in der Woche passieren können, wo Emma bei ihrem Vater ist. Ja, dann sagt das ja nichts über ihre Erziehungsfähigkeit aus. Ja, aber was wird jetzt passieren? Was kann er machen? Wir warten jetzt erstmal ab, ob er diesen Antrag auf Übertragung des alleinigen Sorgerechts überhaupt stellt. Davon müssen wir wahrscheinlich ausgehen. Sollte er das tun, denke ich aber, dass er damit letztlich nicht gewinnen wird. Davon mal ganz unabhängig. Es wird nicht gut für Emma sein, wenn Sie jetzt hier anfangen, ums Sorgerecht zu kämpfen. Das schadet dem Kind noch mehr, erst recht, wenn das alles noch vors Gericht geht. Von daher würde ich Ihnen eigentlich raten, suchen Sie doch noch mal das Gespräch mit Ihrem Ex-Mann. Mit Udo reden? Das ist hoffnungslos. Dazu kennen Sie ihn leider nicht gut genug. Wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat, dann er drückt es durch, bis aufs Messer. Versuchen Sie es trotzdem. Sie sind Eltern, Sie haben ein gemeinsames Kind und Sie müssen versuchen, eine Lösung zu finden. Bis jetzt hat es ja, auch wenn es schwierig war, mit dem Wechselmodell und so auch geklappt. Alles besser als vors Gericht. Gut. Ja? Sollte Herr Liebknecht jetzt hier tatsächlich einen Antrag auf Übertragung des alleinigen Sorgerechts stellen, werden wir uns natürlich dagegen wehren und entsprechende Gegenanträge stellen. Ich hoffe jedoch, dass es so weit nicht kommt. Auch im Falle einer Scheidung oder wenn Eltern sich trennen, sollten sie immer versuchen, ihre Streitigkeiten nicht auf dem Rücken der Kinder auszutragen und zumindest, wenn es um deren Wohl geht, das Gespräch suchen. I've been there too. Nach dem Termin bei ihrer Anwältin fährt Ina sofort ins Krankenhaus zu ihrer Tochter. Die 38-Jährige ist erleichtert, dass Emma die Klinik wieder verlassen kann. Wie geht's dir denn? Die ein paar Sachen mitgebracht. Weißt du eigentlich, was für ein Glück du hattest? Hätten dich gestern nicht diese Leute mitten in der Nacht gefunden? Ja, ich weiß.
Emma, es ist Winter draußen, du hättest erfrieren können. Ich meine, du wurdest mit 2,1 Promille mitten in der Nacht ins Krankenhaus eingeliefert. Ja, ich weiß. Ist nur so, wir waren eben mit ein paar Freunden ganz normal draußen was trinken und da hatte irgendjemand die Idee, die Wodkaflasche aufzumachen. Und als mir das zu viel wurde, bin ich dann alleine nach Hause gelaufen und bin dann eben eingeschlafen. Und als ich wieder aufgewacht bin, war der Notarzt eben schon da. Aber Emma, warum trinkst du so viel? Wolltest du irgendjemand imponieren? Nein. Warum tust du das? Nein, keine Ahnung. Emma, weißt du eigentlich, was Papa und ich uns für Sorgen um dich machen? Ja, ich weiß, tut mir echt leid. Emma, ich kann es nicht verstehen, es tut mir leid. Hast du Probleme? Mama. Hast du Sorgen? Warum trinkst du, Emma? Ja, mit Alkohol kann ich einfach besser abschalten, okay? Ich brauche es, um runterzukommen. Abschalten? Runterkommen? Emma, wovon? Hast du Probleme in der Schule? Was ist da los? Nein, alles in Ordnung. Nichts ist gut. Siehst du, wo wir hier sind? Wir sind im Krankenhaus. Mama, ich hab dir doch schon alles gesagt, oder? Ich hab dir gesagt, dass es mir leid tut, es ist mir peinlich, es passiert nicht wieder. Und jetzt hör bitte auf mit deinen blöden Fragen. Emma. Ich bin total geschockt. Das hört sich alles danach an, als würde Emma öfter trinken. Als wäre sie auf dem besten Weg dahin, Alkoholikerin zu werden. Ich weiß nicht mal, ob ich mit Udo darüber reden kann. Der legt doch im Moment alles gegen mich aus und tut so, als könnte ich mich nicht um Emma kümmern. Die nächsten 2 Tage bemüht sich die 38-Jährige besonders um ihre Tochter. Doch Emma blockt völlig ab und es gelingt Ina nicht, an die Schülerin heranzukommen. Am frühen Morgen macht Ina gleich die nächste schockierende Entdeckung. Emma? Mach hin, es ist schon 7. Du musst in 20 Minuten los zur Schule. Warum liegst du denn hier noch im Bett rum? Ich kann nicht in die Schule, ich bin krank. Du bist krank? Ja. Ach komm, Emma, raus aus dem Bett. Sag mal, was ist das denn? Hast du schon wieder getrunken? Das ist doch nicht meine. Die hat Jenny hier vergessen. Emma, wir haben dich vor 2 Tagen mit einer Alkoholvergiftung aus dem Krankenhaus abgeholt. Lüg mich doch nicht an. Warum redest du nicht mehr mit mir? Früher hast du immer über alles mit mir gesprochen. Mama, ich kann wirklich nicht in die Schule. Ich bin wirklich krank. Du bist nicht krank, du hast einen Kater. Ich habe keinen Kater. Emma, du gehst jetzt in die Schule. Wir reden gleich weiter, Fräulein. Mach dich jetzt fertig. Die besorgte Mutter hat den Schock über den erneuten Alkoholexzess ihrer Tochter noch nicht verwunden, als ihr Noch-Ehemann unangekündigt vor der Tür steht. Udo, was machst du denn hier? Du, ich habe gleich noch einen Termin in der Nähe von Emmas Schule. Ich dachte, ich hole sie einfach ab und nehme sie mit. Emma, bist du fertig? Papa hier? Nee, sie ist noch nicht ganz fertig. Jetzt mach den Kaffee oder irgendwas bitte und gib ihr noch mal 5 Minuten. Wie, Moment, wie noch nicht fertig? Sie ist noch nicht ganz fertig. Nein, sie hat noch 5 Minuten. Setz dich doch kurz hin, bitte. Ich gehe das dann jetzt selber holen. Emma. Udo, warte kurz. Ja, du liegst ja immer noch im Bett. Emma, aufstehen. Fräulein. Sag mal, ist das der Grund, dass du noch im Bett liegst und pennst? Ist nicht dein Ernst, oder? Komm, jetzt seh zu, dass du... Steh auf, mach dich fertig. Ja, ich stehe ja schon auf. Mein Gott, nervt ihr. Mal zu dir, sag mal, kriegst du das nicht mal mehr mit, wenn das Kind hier im Zimmer sitzt und säuft? Stattdessen lässt du sie im Bett liegen und weiterschlafen? Udo, in Rausch ausschlafen, oder was? Ich hab die Flasche eben auch gerade erst gefunden, als ich sie wecken wollte. Und sie sollte aufstehen, gerade und zur Schule gehen. Ausrede. Kannst du mir mal sagen, was das soll? Du bist überhaupt gar nicht in der Lage, das Kind zu erziehen. Am besten ist, ich nehme sie gleich mit. Du nimmst sie nirgendwo jetzt. Lass sie sich in Ruhe fertig machen. Und Emma, wie lange brauchst du? Du musst zur Schule. Gut, dann pack bitte auch gleich ein paar Sachen mit. Du bleibst dann ab heute wieder bei mir. Das kannst du nicht machen, Udo. Was kann ich nicht machen? Du lässt das Kind saufen, ich nehme das Kind mit. Ich kann es dir doch gar nicht verantworten. Geht doch gar nicht. Wie weit soll das Kind noch sinken? Jetzt beruhig dich doch erstmal. Merkst du nicht, dass sie unsere Hilfe braucht? Pass auf, ich gehe nachher zum Jugendamt und beantrage das alleinige Sorgerecht, weil du bist dazu überhaupt gar nicht in der Lage. Damit wirst du nicht durchkommen. Ich habe schon mit meiner Anwältin gesprochen. Du hast keinerlei Chance, das alleinige Sorgerecht für Emma zu bekommen. Udo! Moment. Ich kümmere mich in Zukunft alleine um die Kleine. Das Beste ist, du meldest dich erstmal eine Zeit lang nicht. Haben wir uns verstanden? Emma, wir sehen uns nachher. Was? Die Woche ist Emma bei mir, wie es besprochen ist. Ohne Diskussion, tschüss. Nee, nicht. Emma, bis nachher, ja? Wo sind deine Schuhe? Es ist total unfair, dass Udo mich als Rabenmutter hinstellt. Er weiß, ich habe mich immer gut um Emma gekümmert. Er hat kein Recht dazu, sie mir einfach wegzunehmen. Udo hat noch am selben Tag einen Antrag auf das alleinige Sorgerecht gestellt und einen vorübergehenden Umgangsausschluss beantragt. Wenn er damit vor Gericht Erfolg hat, darf Ina ihre Tochter vorerst nicht sehen. Inas Anwältin Katharina Hellbach hat für die Mutter umgehend Gegenanträge eingereicht und will 2 Tage später nach der Schule das Gespräch mit Emma suchen.
Ich bin hier heute im Auftrag der Mutter mit Emma verabredet, weil ich rauskriegen will, warum das Mädchen in letzter Zeit so viel Alkohol trinkt. Vor allen Dingen wollen wir dem Familiengericht nachweisen, dass das Ganze, dieser Alkoholmissbrauch, überhaupt nichts mit dem Verhalten der Mutter zu tun hat. Denn meine Mandantin möchte das Sorgerecht natürlich behalten. Ich hoffe, das Gespräch mit dem Mädchen bringt mich weiter. Ach, da kommt sie herausgerannt. Emma, warte doch mal. Was willst du? Was ist denn los? Warum weinst du denn? Lass mich doch bitte in Ruhe. Mann, was ist denn los? Was ist denn passiert? Ich will nicht mit dir reden. Nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Mann, Emma. Ach, scheiße. Entschuldige, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Ja, was ist denn los? Helbach ist mein Name. Ich bin die Anwältin von Emmas Mutter. Und eigentlich war ich jetzt hier gerade mit ihr verabredet, um mit ihr zu reden. Anwältin? Was ist denn los? Da gibt es ein paar familiäre Probleme. Aber was mich mehr interessieren würde, wäre, ich habe gerade gesehen, du hast sie hier irgendwie recht grob festgehalten. Was war denn da los? Ja, ich wollte nur mit ihr reden. Sie ist seit Wochen komisch. Und sie redet nicht mehr mit mir. Aber sie hat auch geweint, habe ich gesehen? Ja, genau deswegen wollte ich ja mit ihr reden. Ich weiß wirklich nicht, was mit ihr los ist. Sie ist so komisch und sie macht einfach nichts mehr mit mir. Hattet ihr irgendeinen Streit gerade? Nein, das war nur, weil ich wissen wollte, was los ist. Okay, Emma hat sich also verändert in letzter Zeit. Ja. Pass auf, ich versuche sie mal noch zu erwischen. Wenn dir irgendwas noch einfällt, vielleicht zu dem Thema, warum sie sich verändert hat, würdest du mich anrufen und mir Bescheid geben? Ja, klar, gerne. Ja? Sag mal, dein Name ist? Klaas. Okay, gut, danke, Klaas. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man dem Klaas hier vertrauen kann. Ist er möglicherweise der Grund für Emmas Alkoholmissbrauch? Schließlich ist er regelrecht panisch vor ihm weggelaufen. Ich werde die ganze Sache mit meiner Mandantin noch mal erörtern müssen. In Berlin macht sich Ina Liebknecht große Sorgen um ihre Tochter Emma. Die 14-Jährige trinkt seit kurzem exzessiv Alkohol. Ina droht deshalb, das Sorgerecht an ihren Noch-Ehemann Udo zu verlieren. Rechtsanwältin Katharina Hellbach kämpft dafür, dass ihre Mandantin ihre Tochter nicht verliert und versucht, zwischen den in Scheidung lebenden Eheleuten zu vermitteln. Sie wissen ja, dass ich heute mit Emma verabredet war. Eigentlich wollte ich mit ihr mich mal über die ganze Situation unterhalten. Zu dem Gespräch ist es aber überhaupt nicht gekommen. Okay. Ich bin da in so eine komische Situation reingeraten. Emma war da gerade in Streit mit irgendeinem Jungen. Und dann hat Emma geweint und hat sich von ihm losgerissen und ist weggerannt. Emma geweint und losgerissen? Wie? Ja, der Junge heißt Klaas. Ist ein Mitschüler von ihr. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob Emma wegen diesem Jungen geweint hat oder wegen irgendeiner anderen Sache. Klaas. Ich kenne keinen Klaas. Und was könnte er mit der ganzen Sache zu tun haben? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen aber unbedingt dem Familiengericht nachweisen, dass Emmas Verhalten überhaupt nichts mit ihrer Person zu tun hat. Also, dass sie nicht nur trinkt in der Woche, wo sie sich hier aufhält. Ich habe gestern schon wieder bei Emma unterm Bett Alkohol gefunden. So eine Alkopopflasche. Ich verstehe es nicht. Warum trinkt sie nur? Sagen Sie, kann es sein, dass sie hier irgendwie versucht, sie gegen ihren Mann auszuspielen? Dass sie lieber beim Papa leben möchte und deshalb hier nur bei Ihnen trinkt, um das irgendwie zu erreichen? Nee, das glaube ich nicht. Emma hat doch auch gesagt, dass sie sowohl bei Udo als auch bei mir wohnen möchte. Warum sollte sie das tun? Kürzlich hat sie geäußert, dass sie den Alkohol braucht. Braucht, um runterzukommen. Runterzukommen, wovon denn? Genau das müssen wir rausfinden. Ich mache mir nur momentan noch solche Sorgen, jetzt, wo sie bei Udo wohnt. Ich kann sie nicht mal mehr sehen. Udo lässt mich nicht mit ihr telefonieren. Er hat ihr sogar ihr Handy weggenommen, damit ich keinen Kontakt zu ihr aufnehmen kann. Nee, also das sind ja unhaltbare Zustände. Das werden wir als allererstes ändern. Solange wie das Gericht nicht was anderes entscheidet, darf ihr Mann sie natürlich nicht von ihrer Tochter fernhalten. Was ist, wenn das Jugendamt auch der Auffassung ist, dass ich mich nicht richtig um meine Tochter kümmere? Die nehmen mir mein Kind weg. Frau Liebknecht, nein, das wird nicht passieren. Ihr Mann hat jetzt den Antrag auf Übertragung des alleinigen Sorgerechts gestellt. Und dann ist es das normale Prozedere, dass die Eltern dann eingeladen werden zu einem Gespräch beim Jugendamt. Das heißt noch nichts. Ich kenne die Frau Schulz vom Jugendamt ganz gut. Ich werde die vorab mal anrufen, werde dir hier die Situation schildern. Frau Liebknecht, wir kriegen das schon hin. Bleiben Sie mal ruhig. Sie sind wirklich meine letzte Hoffnung momentan, Frau Hellbach. Ich möchte dem Jugendamt jetzt vor allem nachweisen, dass Emmas Trinkverhalten nicht die Schuld meiner Mandantin ist, sondern die Gründe dafür ganz woanders zu suchen sind. Zudem ist es unglaublich wichtig, dass meine Mandantin so schnell wie möglich ihre Tochter wiedersehen kann. Drei Tage später hat Jugendamt-Mitarbeiterin Eva Schulz die zerstrittenen Eltern zu sich bestellt, um eine Einigung zu erzielen. Da Ina ihre Tochter seit mittlerweile 5 Tagen nicht mehr gesehen hat, hat sie ihre Anwältin Katharina Hellbach gebeten, dabei zu sein. Du, ich bleibe dabei. Ich will das alleinige Sorgerecht und ich will, dass dann mein Kind bei mir lebt. Gut, also ich denke, wir kommen jetzt hier überhaupt nicht weiter. Wenn Sie sich beide nicht einig wären, hätte ich nämlich noch einen anderen Vorschlag. Frau Schulz, was halten Sie denn davon, wenn wir die Emma vielleicht, solange wir die Eltern hier streiten müssen und sich nicht einig sind, einstweilen in einer Einrichtung unterbringen? Bitte was? Einrichtung? Ja.
Eine Einrichtung, die vielleicht sogar spezialisiert ist auf Jugendliche mit Alkoholproblemen. Also das halte ich für eine super Idee. Wenn sie beide sich nicht einig werden, ist es das Beste fürs Kind. Mein Kind wird niemals nie in irgendeine Einrichtung geben. Und mein Okay wird es dafür auch niemals geben. Herr Liebknecht, Ihr Okay ist dafür auch überhaupt nicht erforderlich. Das entscheidet nämlich das Jugendamt, ob Ihre Tochter in so eine Einrichtung muss. Und wenn Ihnen eine konkrete Kindeswohlgefährdung vorliegt, dann wird es passieren. Denken Sie doch mal nach. Ist es das, was Sie für Ihre Tochter wollen? Jetzt sei doch mal nicht so stur, bitte. Was soll denn das Ganze? Merkst du nicht, was du hier anrichtest? Es geht um Emma und nicht darum, ob sie bei mir oder bei dir wohnt. Es geht einfach nur um ihr Wohl. Was machst du hier? Denk nach. Ja, ist okay. Ich rede noch mal mit meinem Anwalt und der wird euch auf dem Laufenden halten. Und was heißt das jetzt genau? Dass du das alleinige Sorgerecht zurückziehst? Also es ist sowieso das Beste für Emma, wenn sie beide an einen Strang ziehen. Und er sollte auf jeden Fall den Antrag sofort zurücknehmen. Ja, aber es klang ja so, als ob er es zumindest in Erwägung zieht. Also vielleicht sind wir ja heute dann doch einen Schritt weiter gekommen. Sie halten mich am Laufenden? Jawohl. Gut. Alles klar. Tschüss, Frau Schulz. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja. Tschüss. Ich musste Herrn Liebknecht hier heute mal so deutlich vor Augen halten, was passieren könnte, wenn er sich weiter so verhält. Ich denke, der Termin war insofern ein Erfolg, dass Herr Liebknecht den Antrag aufs alleinige Sorgerecht jetzt möglicherweise tatsächlich zurücknimmt. Was uns jetzt noch bleibt, ist herauszufinden, warum Emma sich so komisch verhält und warum sie jetzt plötzlich Alkohol trinkt. Damit das möglichst nicht mehr passiert. Vor allen Dingen nicht, wenn sie sich bei meiner Mandantin aufhält. Entgegen aller Hoffnungen will Udo nach Rücksprache mit seinem Anwalt nach wie vor um das alleinige Sorgerecht für Emma kämpfen. Der 39-Jährige ist fest davon überzeugt, seine Tochter besser unter Kontrolle zu haben als seine Noch-Ehefrau. Doch noch am gleichen Abend wird er eines Besseren belehrt. Hi, hi Papa. Na? Ich bin verabredet. Um 8 bin ich aber wieder da, okay? Wie verabredet? Nee, du gehst jetzt, ja, bitte, nee, du gehst jetzt bitte nirgendwo hin. Ich mache jetzt Essen und dann müssen wir beide uns noch unterhalten. Ja, ich habe keinen Hunger. Ich gehe jetzt. Was machst du? Nein, ich möchte nicht, dass du rausgehst. Warum? Ich bin verabredet. Weil ich mir Sorgen um dich mache. Also komm bitte rein. Oh, Papa, dein Ernst jetzt? Wo willst du denn jetzt hin? Mit Freunden raus. Wenn dir das so wichtig ist, deine Freundin zu treffen, dann lad sie gerne hierher ein. Nee, will ich aber nicht. Ich will jetzt gehen. Komm, Schatz, bitte. Ich möchte nicht, dass du rausgehst. Das habe ich dir will gesagt. Aber. Bin ich ein kleines Kind oder was? Anscheinend so alt, dass man sich auf jeden Fall Sorgen machen muss. Und von daher möchte ich, dass du zu Hause bleibst. Nicht mehr jetzt, nicht mehr heute. Du verarschst mich gerade, oder? Papa, ich will jetzt einfach raus. Nein. Jetzt, Mann. Pass auf, du wirst mich bestimmt irgendwann verstehen, okay? Jetzt. Du bleibst jetzt bitte hier. Nee. Ich mache jetzt Essen und dann komme ich dich holen, okay? Nein. Oh, Papa, jetzt. Abgeschlossen. Beruhig dich bitte, Schatz. Ich mache jetzt erst mal mit ihm wieder hier. Bin ich hier im Gefängnis oder was? Ist dein scheiß Ernst? Oh, Papa, Mann! Oh Mann, ehrlich gesagt, das ist eine ganz miese Nummer, die Kleine wegzusperren. Aber ich mache mir einfach nur Sorgen und ich will nicht, dass sie mir so auf der Nase rumtanzt wie ihre Mutter. Bei dem Gedanken daran, dass sie ab morgen wieder bei ihrer Mutter ist, da wird mir ganz schlecht.